bei der Alexander Schorokow, die ich dir jetzt zeige, verbinden sich nicht nur unterschiedliche Farbakzente, aber auch Formen wie rund und eckig. Wenn du dranbleibst, zeige ich es dir im Detail. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Das ist die zweite Alexander Schorokow-Uhr, die ich dir in meiner Miniserie über Alexander Schorokow vorstelle. Und es handelt sich hierbei um ein Modell, welches bei Alexander Schorokow unter der Modellbezeichnung Square and Round läuft. Und wie man unschwer erkennen kann, werden hier die quadratische und die runde Form vereint. Das Gehäuse ist quadratisch und das Ziffernblatt selber ist natürlich in dieses quadratische Gehäuse eingepasst. Aber die Minuterie geht nicht die quadratische Form nach, sondern ist rund gehalten, ebenso wie die Totalisatoren und auch die typische 60 auf 12 sowie die Beschriftungen 3, 9 und 6 auf den jeweiligen Positionen des Ziffernblattes sind in einer sehr runden und geschwungenen Schriftart gewählt, sodass sich hier die eckige Form des Gehäuses mit den runden Formen der Hilfsziffernblätter, der Minuterie und der Schriftart kombiniert. Die Uhr ist in einem wunderschönen Grün gehalten mit einem Sonnenschliff-Ziffernblatt. Das Grün changiert zwischen einem Jagdgrün, einem Waldgrün bis hin zu einem fast Schwarz und erscheint in meinen Augen ausgesprochen edel. Die Uhr selber ist keine kleine Uhr, das können wir uns einmal anschauen, wenn wir uns die Daten der Uhr ganz genau anschauen. Die Uhr hat einen Durchmesser bzw. eine Querlänge von 44 x 44 mm bei einer Bauhöhe von 14,75 mm und einem Bandanstoß von 28 mm. Die Uhr ist bis 3 bar wasserdicht und hat auf der Front und auf der Rückseite ein Saphirglas. Auf der Rückseite habt ihr gerade schon andeutungsweise gesehen, was für ein grandioses Werk verbaut ist. Das zeige ich euch aber später im Video noch wesentlich genauer. Die Uhr vereinbart, wie gesagt, die Formen eckig und rund, aber auch verschiedene Farben. Das zeige ich euch auch später im Video. Vorher möchte ich euch zeigen, wie sie an meinem Handgelenk sitzt. Als ich diese Aufnahme gemacht habe, hatte ich die Mark & Sons an und jetzt lege ich die Alexander Schorokow an und muss zu meinem Leidwesen sagen, dass mir die Uhr mit 44,5 x 44,5 als quadratische Uhr einfach zu viel Uhr am Arm ist. Ich finde sie richtig schön in Blau oder Rot oder Schwarz-Weiß. Wäre sie eine Traumuhr mit kleineren Maßen. Grün ist nicht 500% meine Farbe. Ich finde aber, die Uhr ist insgesamt ausgesprochen stimmig gemacht und auf einem sehr hohen qualitativen Niveau, wie eigentlich alle Uhren von Alexander Schorokow, die ich in den Händen haben durfte. Ja, schauen wir uns doch einmal die Uhr und die Zeiger an. Das Datum über der 6 hätte nach meinem Empfinden gerne entfallen können, hätte die Uhr nach meinem Empfinden noch stimmiger gemacht. Ihr seht, die Uhr hat keinen Sekundenstopp, der Sekundenzeiger läuft weiter. Ich versuche es ein kleines bisschen zu hacken, geht aber weiter. Dementsprechend ist es auch für den Uhrmacher eine doppelte Herausforderung, die Zeiger sauber zu setzen, weil halt das
Werk dann läuft, wenn man nicht aufpasst. Ich finde aber hier auch, das Setzen der Zeiger ist wirklich gut gelungen und auch die Farbkombination mit dem Limited Edition und der Farbgestaltung von der Stoppminute sowie dem Stoppzeiger wirklich toll und sehr passend zu der Uhr. Ich sagte Limited Edition, dann lassen wir doch mal kurz noch drauf eingehen. Die Uhr kostet gemäß Liste 2990 Euro zum Zeitpunkt meiner Aufnahme. Dieses Modell ist limitiert auf 30 Stück und verbaut ist ein Handaufzugswerk 3133 mit vollständig handgraviertem und veredeltem Werk. Und das schauen wir uns jetzt noch einmal an, denn das ist ein absoluter Knaller und wirklich richtig was fürs Auge, wie im Übrigen auch die gesamte Rückseite. Nicht nur das Werk, sondern auch der Stahlboden mit dem Druck und der Beschriftung ist richtig was zum Hingucken. Und ja, ich sag's mal, wie ich's denke, da ist richtig Alarm auf der Rückseite. Die Seitenflanke greift noch einmal die Themen Square and Round auf. Die Drücker haben wieder eine rechteckigere Form mit abgerundeten Ecken, wie im Übrigen auch das Gehäuse abgerundete Ecken hat. Und die Krone selber ist sehr rund, nicht nur kreisrund, sondern auch ein bisschen ballförmig, ein bisschen knubbelig, greift also hier wirklich Square and Round in mehreren Varianten auf und passt wirklich sehr gut zu der Uhr. Die Uhr selber kommt, manche mögen das, in einer größeren, aufwendigen Box. Ich persönlich ziehe mittlerweile kleinere Boxen vor, aber da die Box mit dem Logo und dem Aufdruck wirklich etwas außergewöhnlicher ist, zeige ich euch hier auch nochmal die Box, wie die Uhr angekommen ist. Sehr nobel, sehr edel und wirklich was fürs Auge, auch gerne zum Verschenken, aber zum Verstauen ziehe ich persönlich dann die kleineren Boxen vor. Die Zeiger sind aus poliertem Edelstahl, sodass ich mir den Nightshot schenken kann, denn nachts sieht man nichts. Die Uhr insgesamt ist sehr gut verarbeitet, hat einen wunderschönen Wechsel zwischen polierten und mattierten Flächen und trägt sich trotz ihrer Größe, Bauhöhe und Gewicht in der kurzen Zeit, wo ich sie am Arm hatte, sehr angenehm am Arm, wenn man mit der Größe, der Farbe und der allgemeinen Opulenz zurechtkommt, hat man hier eine Uhr, bei der man nicht viel falsch machen kann. Nur duschen, schwimmen sollte man mit der Uhr nicht. 3 Bar ist hier tatsächlich das unterste Ende dessen, was moderne Uhren heute bieten. Persönlich finde ich, ist das ein bisschen wenig. 5 ist eigentlich bei den allermeisten Standard. Persönlich mag ich 10 noch deutlich lieber. Ich kenne aber auch viele Sammler, die sagen, eine solche Uhr ziehe ich sowieso nur zu Feiern, Hochzeiten oder anderen Anlässen an und da wird sie nicht nass. Dieses Modell gibt es auch in unterschiedlichen Farben. Ich blende sie euch hier einmal ein. Die rot-schwarze finde ich persönlich auch ausgesprochen reizvoll. Das ist wirklich eine Uhr, die mir noch besser gefällt als die grüne. Die schwarz-weiße, sowohl als Bicompax oder Tricompax, ist schön, aber vom allgemeinen Design her schon auf der bekannteren Seite. Die schwarz-rote hat mich richtig geflasht und ist auch, wie man sehen kann, als Tricompax nochmal eine ganze Ecke teurer mit 3190 Euro verglichen mit den 2990 Euro für die Uhr, die ich euch in diesem Video vorgestellt habe. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr über die Uhr denkt. Und wenn ihr mögt, schaut euch noch meine anderen Alexander Schorokow Videos an. Da ist das ein oder andere Schätzchen dabei, die ein oder andere Perle. Wirklich Uhren, die man nicht an jeder Hausecke sieht und zu der man viel sagen kann und auf der man auch viel entdecken kann. In diesem Sinne,
Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.